أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Erstmal bedanken wir uns natürlich bei der Moscheeleitung, und das ist eine wahrlich große Freude für uns, dass wir heute wieder eingeladen werden in eure Moschee. Möge Allah euch das tief in eure Waagschalen schreiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch das am Tage der Auferstehung wiederfinden lassen, und dass Allah diesen Lohn nimmt, damit ihr alle mit uns insha'Allah ta'ala gemeinsam in das Paradies hereingeht. Allahumma amin. Liebe Geschwister, inshallah ta'ala sind wir von weit her gekommen, damit wir natürlich über das Gewaltigste sprechen, worüber ein Diener nur sprechen kann. Und das ist Allah und sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber wir haben einen Vertrag: wenn wir in die Städte kommen und ihr hört den Namen Muhammad, dann sagt ihr sallallahu alaihi wa sallam. MashaAllah. Abu Anas in Schwandorf, die machen Salawat, alhamdulillah. Es gibt größere Städte, wo sie keine Salawat machen. Aber ihr, alhamdulillah, ihr habt das verstanden. Möge Allah uns nicht unter den Geizigen schreiben. Denn derjenige, der nicht die Salawat macht, während er den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hört, so ist er wahrlich ein Geiziger. So hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam ihn beschrieben als ein Bakhil. Al-Bakhil, das ist der Geizige, liebe Geschwister. Und ich bitte euch, dass wir heute etwas Geduld mitbringen, inshallah ta'ala, weil der Vortrag wird etwas dauern, vielleicht 3 Stunden, vielleicht 4 Stunden. Habt ihr alle so viel Zeit mitgebracht? Ist ja sonst nichts los in Schwandorf. Haben wir gedacht, dann machen wir heute so ein kleines Highlight unter uns, inshallah ta'ala. Womit können wir die Leute motivieren? Aber anders, gibt's Essen? Gibt's Essen? Dann bleiben sie auch. Weil ich habe gemerkt, bei den Muslimen, das, was zieht, sind nicht die Vorträge, sondern das Essen. Ein Bruder sagte zu mir, Wallahi, Abul Bara, wenn so viele Leute zum Umzug kommen, beim Helfen wie zu einer Akika, dann werden wir schnell fertig. Subhanallah, es gibt Leute, die kennen alle Esstermine. Ja? Der hat einen Stundenplan mit allen Essterminen. Montag, Akika in Masjid Rahman. Dienstag, Walima in Masjid. Der hat einen Plan. Der ist verplant. Allahu Akbar. Wenn er sich so um das Wissen kümmern würde, wie um das Essen. Der Bauch, er steigt, aber nicht der Iman. Und das ist natürlich traurig, liebe Geschwister. Denn der Muslim, er weiß, dass er nur das Licht der Rechtleitung bekommt durch das Wissen. Allahumma nawwir qulubana. Wallahi al-azim, nichts wird dich glücklich machen, außer das Wissen, welches Wissen? Über deinen Schöpfer Allah Azza wa Jal. Und das ist das Thema, was wir heute für euch erwählt haben. Das Thema ist meine Beziehung zu Allah Subhanahu. Alaqati ma Allah Azza wa Jal. Und das ist wahrlich ein wichtiges Thema, liebe Geschwister, über das sehr wenig geredet wird. Denn tatsächlich sollten wir Muslime verstehen, warum wir Muslime heißen. Und ihr kennt meine Unterrichte, ich mache sie nicht alleine, sondern ich mache sie mit euch. Tayyib. Warum heißen wir Muslime? Der hübsche Mann mit dem Bart. Na. Weil wir Diener Allah sind. Was heißt aber Islam, Muslim? Einer kommt zu dir, Hans, Peter, Thomas, Horst. Er sagt zu dir, was bedeutet Islam? Du trägst da so ein Bart. Und du trägst so ein Bart und du hast komische Klamotten an. Was bedeutet Islam? Was sagst du ihm, was bedeutet Islam? Hä? Na? Gott ergeben. Gott ergebenheit?
Unterwerfung. Unterwerfung vor wem? Vor Allah Azza wa Jal. Al-Istislamu bi-Aish? Bit-Tawhid. Al-Istislamu bit-Tawhid. Die wahre Unterwerfung mit dem Tawhid. Dass einer sehen soll, dass du ein Allah-Ergebener bist. Dass dein ganzes Leben ausgerichtet ist nach Allah Azza wa Jal. Was Allah liebt, das liebst du auch. Und was Allah Azza wa Jal nicht liebt, dieses darfst du niemals lieben, wenn du ein unterwerfender Diener bist. Möge Allah Azza wa Jal uns unter seinen gläubigen Dienern schreiben. Heute wollen wir die Beziehung zu Allah Azza wa Jal kennenlernen, wie sie sein muss von einem jeden Muslim, liebe Geschwister. Ich habe eine Frage an dich, o Diener Allahs. Liebst du Allah? Hast du dir einmal die Frage gestellt, bin ich ein Diener, der Allah liebt? Jeder Muslim behauptet, dass er Allah liebt. Aber bei Allah, Allah liebt nicht jeden, der behauptet, dass er Allah liebt. Und wenn du jemanden liebst, dann erwähnst du ihn am meisten. Sag, kennt ihr die Leute, die eine neue Freundin haben? Haram, ja, nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt halal. Die haben eine Freundin oder die haben eine neue Bekanntschaft gemacht mit einer und die erzählen dir den ganzen Tag über Steffi. Heute hat sie ihre Haare so gehabt und sie hatte ein Neontuch auf ihrem Kopf und die Ohrringe, eins war oval und das andere, der kennt sie in- und auswendig. Du bist schon am Gehen, du sitzt gar nicht mehr bei ihm und er redet weiter. Warum? Weil er so eine Liebe zu Steffi hat. Wenn du tatsächlich jemanden liebst, dann erwähnst du ihn am meisten. Wo ist deine Erwähnung Allahs? Einer, er erwähnt seine Freundin im Haram, weil er sie liebt. Und du erwähnst nicht Allah Azza wa Jal. Ein Gläubiger, er ist die gesamte Zeit verbunden mit Allah Azza wa Jal. Was sagt ein Gläubiger, wenn er morgens aufsteht? Hä? Wer sagt mir das? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Das sind deine ersten Worte, wenn du deine Augen öffnest. Sie sind noch verklebt. Und du sagst, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah, der uns nach unserem Tod wieder auferweckt hat. Denn der Schlaf ist der kleine Tod. Und zu ihm ist die Rückkehr. Allah hat dir einen neuen, weiteren Tag gegeben, an dem du bereuen kannst. An dem du ihn erwähnen kannst. An dem du ihm gegenüber seine Liebe bezeugen kannst. Eine Gnade? Allah. Eine Riesengnade, lieber Diener Allahs. Und wenn du zu Bett gehst, der Letzte, den du erwähnst, ist Allah. Und der Letzte, an den du denkst, ist Allah Azza wa Jal. So ist dein Herz verbunden mit Allah Azza wa Jal. Dieses Herz hat Sehnsucht danach, Allah zu treffen. Sei ehrlich, o Diener Allahs. Hast du Sehnsucht, Allah, dein Herrn, zu begegnen? Hast du wirklich Sehnsucht, Allah, Azza wa Jal, zu begegnen? Schaut mal einer, wenn er sich neu verlobt mit seiner Verlobten und es heißt dann, es kommt zu einem Termin mit den Eltern. Subhanallah, der kann die Nacht davor nicht schlafen. Weil er Sehnsucht hat nach dieser Frau. Weil er Sehnsucht hat nach dieser Frau. Aber wie ist unsere Sehnsucht zu Allah Azza wa Jal? Wollen wir wirklich zu ihm zurückkehren, liebe Geschwister? Können wir es kaum erwarten, Allah Subhanahu, unseren Herrn, zu treffen? Wer hat diese Gedanken? Nur einer, der ein gesundes Herz besitzt. Liebe Geschwister, die Sache ist nicht, dass wir behaupten, wir lieben Allah. Nein. Die Sache hat nichts damit zu tun, dass du den ganzen Tag sagst, ich liebe Allah, ich liebe Allah, ich liebe Allah.
denn das ist eine Behauptung von dir. Und andere vor dir haben genau dasselbe behauptet. Sie sagen, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ. Die Juden und die Christen sagen, wir sind die Kinder Allahs. وَأَحِبَّاءُهُ. Und wir sind seine Lieblinge. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. So sprich, o Gesandter Allahs. Warum bestraft Allah euch dann für eure Sünden? Schau mal, was sie behauptet haben, dass sie Allah Azza wa Jalla lieben. Hat Allah ihre Liebe erwidert? Antwort? Nein. Denn nicht jeder, der behauptet, Allah zu lieben, wird von Allah Azza wa Jalla geliebt. Nochmal die Frage. Liebst du Allah? Möchtest du Allah überhaupt lieben? Ist dein Herz überhaupt bereit, Allah Azza wa Jalla zu lieben? Ist das deine Hauptaufgabe? Deine Sorge in dieser Dunya, Allah zu lieben. Und wenn Allah Azza wa Jalla ein Volk aussucht, liebe Geschwister, dann setzt er voraus, dass dieses Volk ihn liebt. Du musst Allah lieben. Allah Azza wa Jalla sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'ti Allah biqawmin yuhibbuhum wa Yuhibbuna, o ihr, die ihr glaubt, ein Zeugnis, eine Botschaft an alle Gläubigen. Wer von euch sich von seiner Religion abwendet, indem er die Religion verlässt, indem er der Religion den Rücken zukehrt, so wird Allah Leute hervorbringen. Passt auf, welche Eigenschaften haben sie? Lasst uns das hören, ja Allah. Die er liebt und die ihm lieben. Allahu Akbar. Was möchte Allah von dir, dass du ihn liebst? Und wenn du Allah Azza wa Jal liebst, ist das die beste Voraussetzung, dass er dich auch liebt. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk. Wallahi, das ist das Beste, was dir passieren kann, o Diener Allahs. Hört diese Ayah. So wird Allah ein Volk hervorbringen, welches er liebt und was ihm liebt. Allah hat seine Liebe vor der Liebe des Volkes gestellt. Wisst ihr warum? Allah ist der Reiche. Allah Azza wa Jal ist der Allmächtige. Er ist der König aller Könige. Und trotzdem, wenn ein Volk ihn liebt, dann liebt er es auch. Seine Liebe steht vor der Liebe von dem Volk. Warum? Weil Allah Azza wa Jal möchte dir zeigen, wie sehr er seine Diener liebt. Subhanallah al-Azim. Was hat Allah von deiner Liebe? Was hat Allah von deiner Liebe? Sag mir das. Hat er etwas davon? Wird er reicher? Nein. Wird er ärmer? Manchmal, ich zeige auf einen Bruder, kann sein, dass er mich auch nicht versteht, er ist Ausländer. Dann denke ich, er will mir nicht antworten, aber er hat gar nicht verstanden, was ich ihm gefragt habe. Alle sprechen Deutsch? Nein. Nein. Aber die Frage habt ihr verstanden auf Deutsch. Wer spricht kein Deutsch? Wer spricht kein Deutsch? Na. الاخوه فقط طيب في الزاويه ان شاء الله والاخوه طيب ان شاء الله تعالى ولكن ستسمعوا الايات والاحاديث واقوال العلماء ان شاء الله باللغه العربيه باذن الله تعالى liebe Geschwister, Allah stellt seine Liebe vor der Liebe des Volkes. Und er ist der Reiche, der Unbedürftige. Er braucht niemanden. Und trotzdem zeigt Allah Azza wa Jal dir, wie er Subhana seine Diener liebt. Allahu Akbar. Eine Frage, wird ein reicher Mann einen armen Mann lieben? Was hat er von ihm? Er hat nichts von ihm. Aber wenn der Arme den Reichen liebt, dann verstehen wir das. Der Reiche könnte ihn versorgen, deswegen liebt ihn der Arme. Aber dass ein Reicher einen Armen liebt, einfach so, wozu? Und Allah Subhanahu wa Ta'ala gehört das höchste Beispiel. Er liebt seine Diener, Subhana, und deswegen solltest du ihn lieben. O Diener Allahs, denn bei Allah, wenn du die gesamte Dunya besitzt und das, was in ihr ist, was sollte dir dieses nützen, wenn Allah dich hasst? Besitz, was du besitzen möchtest.
wenn Allah zornig auf dich ist, Wallahi al-Azim, du wirst niemals ein schönes Leben haben. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum sollte ich Allah Azza wa Jal lieben? Und ich sagte die Antwort, wie oft hast du dich schlecht gegenüber Allah benommen und er hat dich trotzdem mit Liebe behandelt? Hat er dich nicht recht geleitet? Was, wenn du so gestorben wärst, als du noch in der Jahiliyyah warst, bevor Allah dich recht geleitet hat? Liebe Geschwister, wir waren schon auf der Kante des Höllenfeuers. Und Allah hätte uns in diesem Zustand sterben lassen können. Hat er es getan? Hat er es getan? In einem Zustand, wo du mit deinen Freunden Tag ein und Tag aus das Übelste aller Sünden gemacht hast. Warum hat Allah nicht zu diesem Zeitpunkt deine Seele genommen? Warum? Ich sage es dir, weil er dich liebt. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Daraufhin hat Allah sie zur Reue gelenkt, damit sie bereuen. Ach, eine Sache zwischen mir und dir, das ist ein Geheimnis. Glaubst du wirklich, du bist verantwortlich für die Reue? Wer hat dich zur Reue gelenkt? Wer hat dich zur Reue gelenkt? Allah. Als er gesehen hat, dass etwas Gutes in deinem Herzen existiert, hat er subhanahu wa ta'ala dich zur Reue geleitet. Und jemanden, den Allah azza wa jalla zur Reue leitet, so sagen die Salaf-Gelehrten, er tut das nur, weil er ihnen vergeben möchte. Allah hat dich aus keinem anderen Grund bereuen lassen, außer dass er dir vergeben möchte. Allahu Akbar. Warum sollten wir Allah Azza wa Jalla lieben? Ich habe eine Frage an euch. Wie viel hast du für dein Leben bezahlt? Hä? Du? Wie viel? Wie viel Euro hast du bezahlt für dein Leben, dass Allah es dir geschenkt hat? Hast du Geld bezahlt? Einer von euch hier, der eine Rechnung bekommen hat, dafür, dass er ins Leben gerufen wurde, gibt es jemanden hier? Hast du Geld bezahlt für deine Arme, für deinen Mund, dass du reden kannst, für deine Augen, mit denen du sehen kannst? Hast du für all die Dinge Geld bezahlt, o Diener Allahs? Was liebst du in deinem Leben besonders? Was liebst du in deinem Leben besonders? Aber denk dran, wir sind in der Moschee. Was liebst du in deinem Leben besonders? Essen. Essen. Deine Frage. Wer hat dich mit Essen versorgt? Allah. Allah. Was liebst du in deinem Leben? Der Mann mit den langen Haaren. Der mich so böse anschaut. Schon Angst gehabt, dass ich dich rannehme. Das ist wie in der Schule. Der Angst hat, drangenommen zu werden, wird drangenommen. Was liebst du in deinem Leben? Sei ehrlich. Gesundheit. Wer gibt dir die Gesundheit außer? Allah. Was liebst du in deinem Leben? Augen. Deine Augen? Ja. Du hast so schöne Augen. Deine Augen. Habt ihr eins gemerkt? Alle Antworten sind Geschöpfe Allahs. Allah hat sie erschaffen. Allah hat deine Augen erschaffen und er hat seine Gesundheit erschaffen, Subhanah. Und er hat auch, wo ist der Dritte? Wo ist mein Freund? Da ist er. Nee, der mit dem Essen. Das ist er mit dem Essen. Und Allah Azza wa Jal hat auch das Essen erschaffen. Allahu khaliku kulli shay. Allah ist der Erschaffer von allem. Wallahi, und was für mich unbegreiflich ist, dass Allah all die Dinge erschaffen hat, die du im Leben liebst, die du in deinem Leben liebst, einschließlich dein Leben, daraufhin liebst du Allah.
قال ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه sagte: يا رسول الله. Der Vertrag geht bis zum Ende. صلى الله عليه وسلم. أي ذنب أعظم؟ Was ist die schlimmste aller Sünden, die man begehen kann? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Was ist die schlimmste aller Sünden? Fragte Ibn Mas'ud radiallahu anhu. So sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah dich erschaffen hat und du einem anderen dienst. Ich möchte euch nur ein kleines menschliches Beispiel geben. Stellt euch vor, eine Mutter hat ein Kind zur Welt gebracht. Und sie hat dieses Kind großgezogen. Sie hat ihm alles gegeben, was er im Leben brauchte. Später, als das Kind groß wird, mit 18 Jahren und einen Verstand bekommen hat, dann sagt dieses Kind zu einer anderen Frau: Mama. Wie würde sie sich fühlen? Hä? Gut oder schlecht? Schlecht. Allah gehört das höchste Beispiel. Liebst du Allah? Subhana. Er sagt uns: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und er hat euch von allem gegeben, wer? Allah subhanahu wa ta'ala, von allen Gnaden gegeben, nach denen ihr gefragt habt. Und die Salaf-Gelehrten sagten: nach dem ihr gefragt habt und nach dem ihr nicht gefragt habt. Schlägt dein Herz. Was, wenn es nicht mehr schlagen würde? Dann wärst du tot. Hast du Allah darum gebeten, dass er dein Herz schlagen lässt? Nein, aber er gibt es dir trotzdem. Und er hat euch alles gegeben, wonach ihr ihn gefragt habt, aber wonach ihr ihn auch nicht gefragt habt. Und wenn ihr die Gnaden Allahs aufzählen wolltet, ihr würdet es nicht. Und hier, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. Ni'ma ist eigentlich hier in der Einzahl. Weil Allah dir beweisen will, du kannst nicht mal für eine Gnade dankbar sein. Wie dann für alle Gnade? Wie dann für alle Gnaden, O Diener Allahs? Subhanallah al-Azim. Du magst vielleicht sagen: ich bete und ich faste, ich bin dankbar. Wallahi, so sage ich dir, dein Gebet und dein Fasten werden niemals die Stelle erreichen, dass du dankbar sein kannst. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: wa'alamu annahu layyanjua ahadun minkum bi'amali. Und wisset, dass niemand aufgrund seiner Taten in das Paradies hereingeht. Dann sagten sie: qalu ya Rasulallah, wala ant, und auch du nicht, o Gesandter Allahs, bist du nicht der Beste unter uns? Wer hat Allah am besten gedient? Hä? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagten: wala ant, und auch du nicht. So sagte er: wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min, außer dass Allah mit mir barmherzig ist. Selbst der Gesandte Allahs konnte Allah nicht genug danken. Allahu Akbar. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Rechtfertigen unsere Taten ein Paradies, worin man für ewig lebt? Sag es mir, O Diener Allahs. Mit wie vielen Taten kehrst du zu Allah zurück? Vielleicht hast du von den 60 Jahren, die du gelebt hast, du hast in diesen 60 Jahren nur 2 oder 3 Jahre für Allah gewirkt. Und manche sogar nur ein halbes Jahr oder weniger. Aber weil sie bereut haben, bevor sie gestorben sind, hat Allah sie in das Paradies eingelassen. Allah, wie ist unser Leben aufgeteilt? 60 Jahre, 20 Jahre schlafen wir davon. Manche 55. Und weitere 20 Jahre arbeiten wir. Und wir haben praktisch nur 20 Jahre Zeit, wo wir unser Leben regeln. Mit verschiedenen Dingen, unter anderem der Ibadah, dem Gottesdienst. Was haben wir also für Allah Azza wa Jalla geleistet? Du kommst zurück zu Allah beispielsweise mit 1 Million Hasana, wenn du gut warst.
Möge Allah unsere Wahrscheinlichkeit machen. Eine Frage. Diese 1 Million Hasana, rechtfertigen sie ein ewiges Leben im Paradies? Bei Allah nein. Aber Allah ist Ash-Shakur. Er dankt dir, auch wenn du kleine Taten machst. So sagt Allah Azza wa Jal im Koran, Udukhuluha bisalam. Tretet herein in das Paradiesgarten in Frieden. In Frieden sagen manche Gelehrte, wenn du das Paradies betrittst, so werden Allah und die Engel dich mit dem Salam begrüßen, dass du hereingekommen bist. Udukhuluha bisalam. Dhalika yawmu al-khulud. Das ist der Tag der Ewigkeit. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna. Mazid, in ihm, im Paradiesgarten, werden sie haben, was auch immer sie möchten. Ist das alles, ja Allah? Und bei uns gibt es noch mehr. Schau, wie Allah dir dankt. Allahu Akbar. Für was? Für diese paar Taten, die du gemacht hast. Wie viele Taten waren das? Manche unter 5 Monate, manche, wenn sie auch 100 Jahre gute Taten gemacht haben. Wallahi, sie haben mit diesen 100 Jahren Taten nicht eine einzige Gnade gerecht bezahlt. Allah, deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, La uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsi. Er sagte zu Allah Azza wa Jal, der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich kann den Lob dir gegenüber nicht ausdrücken, ja Allah. Dir gebührt einzig, wie du dich selbst gelobt hast. Können wir Allah genug danken? Wisst ihr, was Hasan al-Basri rahimullah ta'ala gemacht hat? Er hat 2 Dinge in seinem Leben gemacht. Istighfar, Allah um Vergebung gebeten, und wa kana yashkur Allah Azza wa Jal. Und er hat Allah Azza wa Jal gedankt. Er dankt ihm, dass er ihn danken darf und dass er bereuen darf bei Allah, denn niemand hat ihn dazu geleitet außer Allah. Womit bist du beschäftigt? Subhanallah. Und jetzt kommt noch ein Grund, dass du noch mehr Allah Azza wa Jal lieben solltest. Selbst wenn manche nicht freiwillig der Rechtleitung folgen wollen, so lässt Allah etwas in ihrem Leben passieren, damit sie rechtgeleitet wird. Allah holt dich auf deiner Nase, um dich recht zu leiten. Mein Sheikh in Misr, möge Allah Azzawajal ihn reichlich segnen, er sagte, er ging einmal in das Krankenhaus, um jemanden zu besuchen. Und dieser Mann im Krankenhaus, er sah aus, als ob er eine gehobene Stellung in seinem Berufsleben hatte. Er hatte ein Pyjama aus Seide und man sieht reichen Menschen an, dass sie reich sind. Und manche sagen, die riechen nach Geld. Dann sagte der Sheikh zu ihm, und er wusste, ihm geht es nicht gut, deswegen ist er im Krankenhaus, wie ist dein Zustand? Er sagte, ich werde in ein paar gezählten Tagen sterben. Dann sagte der Sheikh zu ihm, und das bekümmert dich nicht? Er sagt, Wallahi, das bekümmert mich nicht. Ich lebe gerade meine schönsten Tage im Leben aus, denn ich habe zurück zu Allah gefunden. Wann hat er zu Allah zurückgefunden? Nachdem Allah ihn auf die Nase gezogen hat, um ihn recht zu halten. Allahu Akbar. Er sagt, ich habe zu Allah zurückgefunden und ich lebe jeden einzelnen Tag mit Allah. Das Beste, was dir passieren kann. Und der Sheikh erzählt die Geschichte von einer Frau. Sie war sehr arrogant. Man sagte zu ihr, warum bedeckst du dich nicht? Sie sagte, ich bin eine wunderschöne Frau und warum soll ich mich bedecken, wenn ich so hübsch aussehe? Schau mal, Allah hat ihr eine Krankheit gegeben, wo sie bettlägerig danach gewesen ist. Sie musste die gesamte Zeit im Bett liegen. Und ihr wisst, eine Person, die monatelang im Bett liegt und nicht mehr richtig bei Sinnen ist,
diese Person sieht nicht mehr so hübsch aus, sondern sie lässt sich gar gehen. Und dann sah sie so schlimm aus, dass sie danach den Niqab angezogen hat. Allah hat sie auf ihre Nase gezogen. Ob du willst oder nicht, Allah erzieht dich auf der Nase. Deswegen komm freiwillig, bevor Allah dir eine Prüfung im Leben gibt, die du vielleicht nicht aushältst. Allahumma afrigh alayna sabra. Liebst du Allah deswegen nicht? Vielleicht sitzt einer hier drunter. Er hatte ein Ereignis in seinem Leben und er kann sich ruhig melden. Daraufhin hat er zu Allah zurückgefunden. Sitzt so einer hier? In dieser Runde? Ich weiß das. Auch wenn sich keiner melden würde. Ich weiß das. Aber Alhamdulillah, es wurde uns bestätigt. Das ist die Gnade Allahs Azza wa Jal. Wie soll deine Beziehung zu jemandem sein, der voller Barmherzigkeit ist? Schaut mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er sah einmal mit den Sahaba radiallahu anhum eine Frau, die ihr Kind gedrückt hat. Sie hat es ganz fest gedrückt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Sahaba immer ein Beispiel gegeben. Er sagte zu ihnen, أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ. Was denkt ihr, würde diese Frau, die gerade ihr Kind in den Händen hält, würde sie ihr Kind in das Feuer hereinwerfen? Dann sagten sie, قُلْنَا لَا وَاللَّهِ. Wir sagten, nein, bei Allah, sie würde es nicht tun. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, höre diese wunderschöne Antwort, لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا. Allah ist noch barmherziger zu seinen Dienern, als diese Mutter zu ihrem Kind. Allahu Akbar. Und in einer anderen Überlieferung sagten die Sahaba, يَا نَبِيَ اللَّهِ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِيَ إِبْنَهَا فِي النَّارِ. Das ist niemals eine Frau, die ihr Kind in das Feuer hereinwerfen würde. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, la wallahi la yulqi Allahu habibahu fin nar. Bei Allah, Allah wird niemals seinen Liebling in das Höllenfeuer hereinwerfen. Hast du das gehört? Wenn Allah dich liebt, dann bist du gerettet. Allah azza wa jal sagt, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Was soll Allah mit eurer Strafe anfangen? يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Wenn er euch im Höllenfeuer bestraft. Was hat Allah Azza wa Jal davon, euch im Höllenfeuer zu bestrafen? Wenn ihr doch nur dankbar seid und an ihn glaubt. Wallahi al-Azim, liebe Geschwister, ich sage es euch so, wie es ist. Allah hat nichts davon, dass er uns bestraft. Denn ihm nützt diese Strafe nichts. Wir schaden uns nur selber mit unseren Sünden. Weder wird er reicher, wenn du betest, noch wird er ärmer, wenn du nicht betest. Weder wird Allah reicher, wenn du spendest für ihn, Subhana, noch wird er ärmer, wenn du nicht spendest. Wenn du etwas tust, tust du es nur für Allah. Für dich. Man amila salihan fa li nafsi. Derjenige, der aber etwas Gutes tut, so ist das nur für ihn selbst. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Und derjenige, der wahrlich etwas Schlechtes tut, so ist das nur gegen ihn. Allah kannst du nichts nützen und keinen Schaden zufügen. وَلَيَادُ بِاللَّهِ. Es gibt Leute, wenn Allah sie prüft in ihrem Leben, und Allah prüft uns, weil er uns liebt, Subhanahu. إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْن. Wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er es. Schaut mal, dann wird einer geprüft. Was macht er daraufhin? Er sagt, jetzt, weil Allah mir dieses oder jenes angetan hat, werde ich erst recht sündigen. Walayyadu billah. Leute, der hat Sinner gemacht, walayyadu billah. Daraufhin hat er die Krankheit AIDS bekommen. Was sagt er dann? Ich werde jetzt richtig sündigen. Ich werde alle anstecken. Das sind die wahrlich verdorbenen Herzen. Allahumma tahir qulubana. Wie können wir uns Allah Azza wa Jal nähern, um seine Liebe zu erreichen, liebe Geschwister? Erstmal musst du dich Allah Azza wa Jal
mit einem, wenn auch kleinen Schritt näher. Und die Salaf-Gelehrten sagen, man arafa Allah ahabbah. Wa man ahabbah ata'ah. Derjenige, der Allah kennt, so wird er ihn lieben. Deswegen haben wir auch ein paar Worte gesprochen, warum man Allah Azza wa Jalla lieben muss. Und wer ihn liebt, der gehorcht ihm. Subhanallah, verwunderlich ist, es gibt manchmal einen Mann, der hat eine Beziehung zu seiner Frau, die sagt ihm, höre, wenn du mich wirklich liebst, darfst du nicht fremdgehen. Sag, daraufhin tut er es nicht. Für wen? Für seine Frau. Für seine Frau. Und wir können keine Sünden unterlassen für Allah. Er tut es für seine Frau. Für niemand anderen, liebe Geschwister. Derjenige, der Allah Azza wa Jalla kennenlernt, so wird er ihn lieben. Und wer Allah liebt, so wird er ihm gehorchen. Guck dir diesen Mann an, der seiner Frau gehorcht, dass er ihr nicht fremdgehen soll. Warum gehorchst du Allah Azza wa Jalla nicht? Allah Azza wa Jalla sagt in einem Hadith Qudsi, من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. Derjenige, der sich mir eine Handspanne nähert, so werde ich mich ihm eine ganze Elle nähern. Schaut mal, wie Allah barmherzig ist. Er sagt nicht, wer sich mir eine Handspanne nähert, den nähere ich mich auch eine Handspanne. Das wäre gerecht, oder? Nein. Wer sich mir eine Handspanne nähert, so nähere ich mich ihm eine ganze Elle. Liebt Allah dich. Und viele haben aber ein Problem, den ersten Schritt zu machen, liebe Geschwister. Wenn du manche fragst, warum fängst du nicht heute sofort an, deine Religion zu praktizieren, zu beten und das Gute zu tun? Er sagte, ich bin nicht perfekt. Wir sagen ihm, Wallahi, du wirst auch nie perfekt werden. Sag, liebe Geschwister, wir sind keine Engel. Und diese Religion hat auch uns nicht geboten, dass wir Engel sind. Wir sind keine Engel. Hört mal, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages von den drei Personen gehört hat, einer sagte, ich werde nicht mehr schlafen, sondern die ganze Nacht durchbeten. Der andere sagte, ich werde nicht mehr essen, sondern den ganzen Tag fasten. Und einer sagte, ich werde nicht heiraten, sondern ich werde die gesamte Zeit zu Allah in Anbetung verbringen. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Was für super Männer. Was für gläubige Männer. Er sagte, man raghiba an sunnati falaysa. Verleisa? Minni, derjenige, der sich von meiner Sunna abwendet, so ist er nicht von mir. Will die Religion, dass wir Engel sind? Wir können keine Engel sein. Niemals. Denn das sind Geschöpfe, sie machen keine Fehler. Allahu Akbar. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Das sind Geschöpfe, Allah beschreibt sie. Sie führen aus, was Allah befohlen hat. Schaut mal, wie viele Befehle wir nicht ausführen. Und sie widersetzen sich Allah nicht mit dem, was er ihnen befohlen hat. Wie oft haben wir uns widersetzt? Und trotzdem liebt Allah Azza wa Jalla uns. Inshallah. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Wir sind keine Engel. Fang an, deine Religion zu praktizieren. Mache das Beste aus deinem Leben. Und wenn du erstmal mit einem Gebet anfängst, morgen werden es zwei Gebete sein und übermorgen drei Gebete sein. Eine Gruppe kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagten zu ihm, ja Rasulallah, wir werden den Islam annehmen, aber wir werden nur wie viele Gebete am Tag machen? Zwei Gebete. Allahu Akbar, die handeln. Die handeln mit dem Gesandten Allahs. Dann hat er den Islam von ihnen angenommen. Als die Sahaba gefragt haben, warum er das getan hat, er sagte, wenn der Iman in ihre Herzen eindringt, dann werden sie das Gebet vollständig machen. Yahi, hast du schon immer einen Bart gehabt? Hast du schon immer? Kamst du heraus auf die Welt und sagst, ich bin der Wertige? Das kam mit der Zeit. Wann kamen die Gehorsamkeiten gegenüber Allah? Nachdem was gestiegen ist? Unser Iman. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Wenn dein Iman steigt, o Diener Allahs, dann wirst du auch, inshallah, gehorsamer werden. Allahu Akbar. Eine Schwester, die sich vielleicht jetzt noch nicht bedeckt, die soll erstmal sich in der Nacht bedecken.
Vielleicht schämt sie sich noch am Tag. Möge Allah uns Muslime recht leiten. Dann geht sie heraus mit ihrem Vater oder ihrem Bruder oder mit ihrem Ehemann. Einen Tag in der Woche, wo sie bedeckt ist. Und dann macht sie das Ganze zweimal am Tag. Und dreimal. Und so steigert sie sich, bis sie dann auch am Tage herausgeht. Und bei Allah. Wer ein offenes Herz gegenüber Allah hat, Allah wird ihn nicht enttäuschen. Wie viele wollten von uns keine Werte tragen? Aber auf einmal war er da. Du wäschst dein Gesicht und sagst, das ist kein Schmutz. Das ist ein Bart. Auf einmal war er da. Warum? Wer hat es dir leicht gemacht? Hä? Allah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Und derjenige, der Allah fürchtet und der an den Tag des jüngsten Gerichts glaubt und der spendet, so werden wir ihm den Weg leicht oder schwer machen. Allah macht dir den Weg leicht. Wenn du Geduld gegenüber Allah zeigst, wird Allah dich geduldig machen. Ja, Wallah. Kennst du das, O Diener Allahs? Manchmal gibt es einen Fastentag. Du weißt, um 21 Uhr ist erst Iftar. Um 21 Uhr darfst du erst essen, vorher nicht. Du bist geduldig und wartest bis 21 Uhr. Warum? Weil du weißt, erst ab dann ist es dir erlaubt. Aber an anderen Tagen, wo du nicht fasten musst, du suchst was zu essen, aber du findest nichts. Hast du hier auch Sabbat bis 21 Uhr? Oder wirst du nicht gar wahnsinnig? Allah, er gibt dir Geduld, wenn du geduldig sein möchtest. Liebe Geschwister, es gibt eine Regel, die jeder sich von uns ins Herz tätowieren sollte. So sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, man kana lillahi kama yurid, kana Allahu lahu fawqa ma yurid. Wer gegenüber Allah so handelt, wie Allah es möchte, so gibt Allah demjenigen mehr, als er braucht. Sei zu Allah, wie Allah dich möchte. Wie möchte dich Allah? Hä? Wie möchte dich Allah? Dass du ein Diener bist, weiter? Ergeben. Ergeben, hä? Bereuend, gehorsam. Was noch? Demut, Bescheidenheit. Wenn du das machst, O Diener Allahs, dann hast du Allah gegeben, was er möchte. Und wenn du ihm das gegeben hast, dann wird Allah zu dir besser sein. Er wird dir verzeihen. Er wird dir, wenn du stirbst, nicht die Engel der Strafe schicken, sondern die Engel der Barmherzigkeit. Hast du mal darüber nachgedacht, wer deine Seele nehmen soll? Die Engel der Strafe oder die Engel der Barmherzigkeit? Allah wird dir die Engel der Barmherzigkeit schicken. Und er wird dir dein Grab weit machen. Er wird dich nicht bestrafen im Grab. Und wenn du herauskommst aus dem Grab, wird Allah dir Sicherheit geben. Und wenn du diese Sicherheit erfahren hast, dann wirst du über die Brücke As-Sirat laufen, direkt in das Paradies herein. Sei zu Allah so, wie er es möchte, damit Allah dir mehr gibt als das, was du brauchst, O Diener Allahs. Ein weiterer Punkt, wie wir Allahs Liebe erreichen können, ist, dass du aufhörst, Sünden zu begehen. Allahu Akbar. Hört dieses wunderschöne Beispiel von Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Er sagte, es ist sehr verwunderlich, dass ein Mann seinen Jagdhund herausschickt. Daraufhin greift dieser Jagdhund nach der Beute. Er tötet sie und bringt sie zu seinem Herrn. Und ein Hund hat keinen Verstand, sondern nur Instinkt. Aber er isst nichts von der Beute, weil er weiß, dass das seinen Herrn ärgerlich macht. Deswegen bringt er ihm die Beute, so wie er sie geschnappt hat. Was lernst du daraus? Dieser Hund, der keinen Instinkt hat, er bringt die Beute zurück zu seinem Herrn. Zu dem, der ihn besitzt. Warum? Weil er möchte seinen Herrn zufrieden machen. Warum machst du nicht deinen Herrn zufrieden? Warum? Yachi, das ist ein Hund, der einen Instinkt hat. Du aber hast einen Verstand von Allah Azza wa Jal bekommen. Wir alle haben Gelüste, aber
die Liebe zu Allah muss gewaltiger sein. Allah Azza wa Jal sagt, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Und Allah hat ein Beispiel geprägt mit der Frau von Pharao. Für wen hat Allah dieses Beispiel geprägt? Nur für die gläubigen Frauen? Nein, für die Gläubigen allesamt. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Für alle Gläubigen hat Allah Azza wa Jal diese Frau Asiya radiyallahu anha wa ardaha, und sie gehört zu den geehrten Paradiesbewohnern. Allah hat sie zu einem Beispiel für die Gläubigen gemacht. Was war ihre Geschichte? Sie war eine Prinzessin im Schloss von Pharaon, der der Reichste in seinem Land war. Eines Tages hat Asiya radiyallahu anha ihren Glauben öffentlich gemacht. Daraufhin befahl Pharaon, der Verbrecher, der Unterdrücker, dass Asiya genommen wird. Ihr habt richtig gehört, seine eigene Frau. Und wie Ibn Abbas radiyallahu anhu sagte, sie wurde an vier Pfählen angebunden. Die Beine und die Arme an jeweils einem Pfahl. Und daraufhin kamen die Diener Pharaons mit einem gewaltigen Baumstamm, und sie waren gerade dabei, den Baumstamm in dieser großartigen, gläubigen Frau hereinzurammen, was sie zerschmettert hätte. Dann blickte sie nach oben, wie Ibn Kathir rahimullah ta'ala sagte. Sie sagte, Rabbi, bini li indaka baytan fil jannah. O mein Herr, baue mir bei dir, bei dir. Sie hat den Nachbar vor dem Paradies auserwählt. Baue mir bei dir ein Haus in Al-Jannah. Hauptsächlich bei dir. Ja Allah, weil ich dir sehr nah sein möchte. Ich habe einen Mann, das ist Pharaon. Er ist ein Verbrecher. Ich lebe und könnte leben, wie ich wollte. Das beste Leben. Aber zu dir zurückzukehren, oh Allah, ist mir lieber, als mit diesem Feind Allahs zu leben, der mir alles im Leben gibt, was ich möchte. Ich möchte dieses alles nicht. Ich möchte dich. Und Allah hat ein Beispiel für die Gläubigen gebracht. Mit der Frau von Pharaon. Die sagte, oh mein Herr, bau mir bei dir ein Haus in Al-Jannah. Ein Fußabdruck in Al-Jannah, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist besser als die Dunya und was in ihr ist. Nur ein einziger Fußabdruck. Wärst du das Paradies? Oder möchtest du hier in dieser Dunya leben, die bei Allah nicht glücklich macht? Und Asiya hat mehr besessen als du und als ich. Und sie hätte sich hier ein wunderschönes Leben bereiten können. Aber zu Allah zurückzukehren war für sie eine größere Freude. Subhanallah. Yusuf alayhi salam, er war ein wunderschöner Mann. Und deswegen begehrte ihn die Frau von Aziz. Sie sagte zu ihm, Haytalak, komm her zu mir. Ich bin bereit für dich. Allahu Akbar. Was für eine Fitna. Liebe Geschwister, eine Frau, die wunderschön war und zudem noch eine Stellung hatte. Das ist nochmal eine Fitna. Wenn irgendeine unbekannte Frau etwas von dir will, ist das eine Fitna. Aber es ist noch eine viel größere Fitna, wenn diese Frau eine gewisse Stellung in der Gesellschaft hat. Sie sagte zu ihm, komm her zu mir. Er sagte, Ma'ad Allah, Allah schütze mich. Hört diese Worte, er sagte, Ya Rabb, As-Sijnu ahabbu ilay, mimma yad'unani ilay. O mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber, als das, wozu sie mich aufrufen, das Abscheuliche mit ihr zu tun.
Ich ziehe es vor, in das Gefängnis zu gehen und dort auch Jahre zu verweilen. Hauptsächlich mache ich nicht das, was dich zornig macht. Subhanallah. Und er saß über 7, vielleicht 14 Jahre im Gefängnis. Wir wissen es nicht genau, aber eine lange Zeit. Aber subhanallah, wer hat ihn geduldig gemacht in diesem Gefängnis? Allah. Allah ist aber Jack. Und Yusuf hätte das Verwerfliche vollziehen können. Im Koran heißt es, sie hat die Türen verschlossen. Und manche Tafsir-Gelehrten sagen, es waren 7 Türen, die sie abgeschlossen hat. Das heißt, sie war eigentlich sehr sicher bei ihrer Sache. Und niemand hätte Yusuf alayhi salatu wassalam gesehen. Niemand außer Allah. Dass du immer weißt, Allah sieht dich, auch wenn du ihn nicht siehst. Und liebe Geschwister, kommen wir zum letzten Punkt. Dass du Allah azza wa jal am meisten liebst. In deinem Herzen. Denn wer etwas außer Allah liebt, wie man nur Allah lieben darf, so wird Allah ihn mit dieser Sache bestrafen. Mit dieser Sache bestrafen. Die Gelehrten sagen, man ahabba shay'an ghayra Allah, udhiba bih. Derjenige, der etwas außer Allah liebt, bedeutet mehr als Allah oder genauso viel wie Allah, so wird er eben mit dieser Sache bestraft. Subhanallah al-Azim. Wem gehört dein Herz? Allah. Wem gehört deine ganze Liebe? Allah. Siehst du nicht Leute, die neu konvertieren? Wallahi, einer hat 30 Jahre im Sumpf gelebt. Im Sumpf. Und plötzlich, wenn er die Rechtleitung annimmt, subhanallah al-Azim, siehst du, wie er sein gesamtes Leben umkrempelt. Sag. Sein Leben ist auf Allah ausgerichtet. Du hörst, der fängt an, nochmal zu studieren. Arabisch, warum? Um den Koran zu verstehen. Und manche gehen sogar nach Ägypten, nach Saudi-Arabien und in die arabischen Länder. Warum? Um die Worte Allahs zu verstehen. Guck mal, einer, wenn er einen Brief bekommt von seiner Liebsten, er versteht ihre Sprache nicht, aber sie ist Spanierin und heißt Gondolera Lera. Der reist um die halbe Welt, um ihren Brief übersetzen zu lassen. Diese Leute reisen um die ganze Welt, um die Worte Allahs zu verstehen. Subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, du siehst diese Leute, sie richten ihr Leben für Allah Azza wa Jalla aus. Er lernt die arabische Sprache. Er läuft hierhin und dorthin. Das alles nur, um Allah Azza wa Jalla's Worte zu verstehen. Die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam besser zu verstehen, ihr mehr zu folgen. Allahu Akbar. Und er ist ein Deutscher. Dann gibt er sich noch einen muslimischen Namen. Er hieß vielleicht die ganze Zeit, liebe Geschwister, vielleicht Thomas. Auf einmal sagst du ihm, wie heißt du? Er sagte, ich bin Suleiman ibn Rainer. Auf einmal. Und die Schwester, sie hieß Steffi. Wie nennt sie sich jetzt? Die sagte, ich bin Fatima bin Horst. Diese Leute schenken ihre gesamte Liebe wem? Allah. Sie sind bereit, alles zu ändern, weil sie Allah lieben. Allah Akbar. Wallahi al-Azim. Weil sie Allah lieben. Schenkt ihr mir noch 5 Minuten von eurer Zeit? Ja, inshallah. Inshallah. Wir beenden nämlich mit diesem Punkt, der ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt 3 Arten der Liebe, liebe Geschwister. Wie viele Arten? 3. Auf Spanisch, uno, dos, tres. 3. 1, 2, 3 Arten der Liebe. Die erste ist die Tauhid-Liebe. Sagt mit mir, Tauhid-Liebe. Wenn wir etwas lieben, dann lieben wir es nur, weil wer es liebt? Allah. Eine Frage. Würdest du den Gesandten sallallahu alaihi wasallam so lieben, wenn Allah ihn nicht so lieben würde?
Würdest du die Propheten so lieben, wenn Allah sie nicht liebt? Tauhid-Liebe ist, du liebst nur, was Allah liebt. Und die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, لا يحب أحد لذاته إلا الله. Niemand wird aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit, Person geliebt, außer Allah. Das heißt, man liebt Allah nur, weil es Allah ist. وكل محبوب سوى الله يحب لله. Und jedes Geschöpf außer Allah, was man liebt, liebt man nur für Allah. Wallahi, ich bin sehr traurig. Einmal habe ich mit einem Bruder gesprochen, das war in der Zeit, wo Schumacher im Krankenhaus war. Kennt ihr Schumacher, hein? Mr. 300 PS. Auf jeden Fall, er hatte einen Unfall gehabt und er lag im Koma. Und die Person, mit der ich geredet habe, die hat fast geweint. Und in dieser Zeit tobte der Krieg noch heftiger in Syrien und woanders. Guck mal, subhanallah. Wir vergessen unsere Brüder und fragen nach Gefahr. Dann habe ich ihn angeschaut. Von meinem Blick hat er alles verstanden. Er sagt, ich weiß, was du meinst, aber er macht doch auch Gutes. Ich habe ihm gesagt, wird das angenommen? Wird das angenommen, wenn ein Kerl verschwindet? Nein. Du kannst an Taten machen, was du willst. Wenn du kein Muslim bist, werden sie nicht angenommen. Ich weiß, dass vielen diese Wörter nicht gefallen. Aber sagen wir etwas, was Allah wohlgefällig ist oder den Menschen? Allah. Deswegen, nur Allah wird für sich selbst geliebt. Alles andere außer Allah liebt man nur für Allah. Du liebst deine Frau für wen? Hast du überhaupt einen? Der Mann mit der weißen Mütze? Oder bist du heute hergekommen, um zu heiraten? Manche gehen in die Moschee, um zu heiraten. Wer hat eine Frau? Liebst du deine Frau für dich oder für Allah? Für Allah. Das ist sehr leicht festzustellen, ob man eine Frau für Allah oder für sich selber liebt. Wenn diese Frau eine Sünde macht, muss die Liebe weniger oder mehr werden? Weniger. Und wenn sie eine gute Tat macht, du kommst gerade herein in deine Wohnung und wolltest schon fragen, wo ist das Essen? Und dann siehst du deine Frau, die ist im Sujud, in der Niederwerfung und bittet Allah, worum sie ihm auch immer bitten will, steigt deine Liebe oder nicht? Das ist eine Liebe, die ist verbunden mit Allah Azza wa Jal. Und Ibn al-Qayyim sagt sehr gefährliche Worte. Er sagt, فَالْقُلُوبُ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالشَّهَوَاتِ مَحْجُوبَةٌ عَنِ اللَّهِ بِقَدْرِ تَعَلُّقِهَا بِهِ. Dein Herz, wenn es eine Shahwa, ein Gelüst liebt, so ist es so weit entfernt von Allah, wie du diese Shahwa, dieses Gelüst liebst. Und jetzt verstehe, o Diener Allahs, wenn du nicht das liebst, was Allah liebt, dann wird dir immer viel fehlen, um den wahren Tauhid zu verinnerlichen. Deswegen liebe eine Sache nur für Allah und liebe eine Sache nicht für Allah Azza wa Jalla. Das ist die erste Liebe, wie haben wir sie genannt? Das ist die Tauhid-Liebe. Die zweite Liebe ist die natürliche Liebe. Das ist eine ganz natürliche Liebe. Eine Person, er ist durstig, und er sieht ein leckeres Getränk vor sich. Er liebt es, weil er auch durstig ist, noch mehr. Das ist eine ganz natürliche Liebe. Das ist keine Verehrung oder sonstiges. Oder einer, der hungrig ist. Er möchte etwas essen. Dieses Essen liebt er zu dem Zeitpunkt. Deswegen isst er es auch, liebe Geschwister. Dieses ist eine natürliche Liebe. Oder eine Person besitzt Geld. Vielleicht liebt er das Geld. Lieben das Geld bedeutet nicht, die ganze Zeit daran zu riechen, ja? Ja, Wallah, es gibt Leute, die sind verrückt nach Geld. Er liebt sein Geld. Gefährlich? Nicht gefährlich? Jetzt kommen wir zur dritten Gruppe. Wenn das keine Schirkliebe ist, das ist die dritte Gruppe. Die zweite Gruppe war was? Die natürliche Liebe. Ganz normal. Du liebst das Essen, das Trinken und so weiter. Deine Schahwa oder den Geschlechtsverkehr. Aber die dritte Liebe ist die Schirkliebe, liebe Geschwister. Schaut mal.
Dieses ist, wenn man eine Sache genauso viel oder mehr liebt als Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und es gibt welche unter den Menschen, die lieben anderes, wie man nur Allah lieben darf. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Aber diejenigen, die gläubig sind, sie lieben Allah mehr als diese. Allah hat sie als Götzendiener bezeichnet. Mehr als diese Götzendiener ihre Götzen lieben. Lass sie ihre Götzen lieben, wie sie wollen. Die Gläubigen lieben Allah mehr als diese Leute ihre Götzen. Die Liebe zu Allah ist stärker bei den Gläubigen, lieber die Geschwister. Schau mal. Wir haben gesagt, das Geld ist eigentlich, dass du dein Geld liebst, es ist in Ordnung. Aber wenn es zu einer Schirkliebe wird, dann ist das sehr gefährlich. Das heißt, du hattest vorher eine natürliche Liebe zu deinem Geld. Aber dann hat dich dieses Geld so erfasst und so versunken, dass du aufgrund dieses Geldes deine Religion nicht mehr praktizierst. Ein Arbeitgeber, bei dem du gut verdienst, er sagt dir, schau mal, du kannst hier den Islam nicht praktizieren, deine Gebete nicht machen, nichts von den Taten machen, ich will das alles nicht sehen. Entweder bist du bereit, für die 4.000 Euro, die ich dir gebe, normal zu arbeiten, ohne dass du deinen Islam zeigst, oder du musst gehen. Daraufhin entscheidest du dich für diese Arbeit, weil es 4.000 Euro sind. Was ist diese Liebe jetzt zum Geld? Hä? Eine Schirkliebe. Deine Frau ist mit dir zusammen. Wunderschöne grüne Augen. Lange blonde Haare. Und sie sagt dir, entweder ich oder der Islam. Entweder ich oder der Islam. Daraufhin sagst du, du bist mir mehr wert als der Islam. Wann wird aus einer natürlichen Liebe eine Schirkliebe? Wenn? Genauso viel. Wenn die Liebe genauso groß ist wie die Liebe zu oder stärker. Das heißt, solange alles in der natürlichen Liebe fällt, kein Problem, du kannst auch deine Frau lieben. Aber wenn es diesen Grad vom Schirk erreicht, dann bist du kein Muslim mehr. Du hast den Islam verlassen, ein Kafir Murtad, und wirst nicht mit den Muslimen begraben. Möge Allah uns bewahren. Ich möchte abschließen mit diesem Satz. Wie können wir, und ich habe den Satz schon erwähnt, wie können wir etwas, was Allah erschaffen hat, mehr lieben als den, der es erschaffen hat? Und wir könnten es nicht lieben, wenn Allah es nicht erschaffen hat. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von der Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Vorher gutes Zuhören und entschuldigt nochmal die Überlänge, aber wir sind nicht oft bei euch. Und bevor ihr heute woanders hingeht, ist es besser, dass wir uns hier in der Moschee treffen. Jazakallah. Allah. 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 Allah.